ein Trainingszentrum in der Größe, wie es wir haben, gibt es nur bei uns. Es haben sich immer wieder wo kleine Zentren entwickelt, die momentan aber nicht betrieben werden. Und momentan sind wir in Österreich die Einzigen, die mit dieser Quantität diese Trainings anbieten. Also entwickelt haben wir uns aus Kursen auf Schweineorganen und sind immer weiter in der Entwicklung von uns zurückgegangen, dass wir eine wirkliche Basisausbildung machen, und wir verwenden jetzt zwei Systeme. Das eine sind diese Lübecker Toolboxen, wo man so wie bekannt als Boxentrainer, die sieht man auch im Hintergrund, verwenden, um vor allem Nähübungen zu machen und Einstiegsübungen. Und unter anderem haben wir auch vier Simulatoren, die wir verwenden, die ein haptisches Feedback geben und auf denen man unterschiedliche Übungen in unterschiedlichen Schweregraden üben und trainieren kann. Der Simulator selber gibt auch ein Feedback zu dem, der davor trainiert, sagt ihm, was macht er gut, wo kann er sich verbessern, welche Hand ist besser trainiert, die rechte oder die linke Hand, um auch diese vielleicht Schwächen noch auszumerzen und sich dort weiterentwickeln zu können. Wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, die Basisfertigkeiten vom Nähen laparoskopisch, das Handling mit den Geräten in diesen Trainings zu vermitteln und auch in der offenen Chirurgie, wie mache ich eine Naht richtig, was muss man beachten bei einem Bauchdeckenverschluss, einfach wirklich den Einstieg in die Basis den Jungen zu ermöglichen. Die Kurse sind für alle chirurgischen Fächer angeboten, also es betrifft sowohl die Gynäkologie, die Urologie und die Chirurgie. Und das Entscheidende ist, dass hier in diesen Kursen keine Ausbildung stattfindet, sondern nur ein Training. Wir wollen einfach diese Basisfertigkeiten mit den jungen Beginnenden zu trainieren und nicht auszubilden. Also sie lernen bei uns nicht eine Operation durchzuführen, sondern das Handling mit den Instrumenten. Yeah.